Warte, willst du nicht erst ein Intro sagen? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Couchcasting hier. Wir sind gerade in Las Vegas und ihr habt, glaube ich, auch noch keinen Motovlog aus den USA von mir gesehen. Da wird noch ein Video kommen zur 401 Husqvarna auf jeden Fall. Da werde ich auch ein bisschen mit wheelen. Aber jetzt hatten wir auf jeden Fall Bock, mal ein bisschen feiern zu gehen, sind hier in Las Vegas. Wollten aber ein bisschen Spaß haben, deswegen sind wir gerade hier. Wir wollten aber auch auf ein Video reagieren und passend zu Amerika haben wir natürlich auch wieder Road Rage am Start. Ich hoffe, es ist nicht so viel in Großbritannien, die regen mich mittlerweile schon sehr auf. Deswegen starten wir direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sören ist auch mit am Start. Und go. So. Es geht los. Kreisverkehr Madness hier wieder. Das ist der Short Rider. Oh, das ist. Ich habe gesagt, nicht Großbritannien und es kommt Großbritannien. Mann. Was hast du gegen Großbritannien? Die fahren alle so scheiße. What the f. Hä? Liegt jemand auf dem Auto drauf? Ja, moin, beste Leben. Ich dachte erst, was hat der für ein komisches Tuning da vorne? Was macht der da? Quasi offene Motorhaube. Hä? Hupt einfach. Ja, aber warum dreht er jetzt um? Ja. Geil, Verfolgung. Das ist ja voll unlogisch. Jetzt geht's richtig los. Boah, hat er sich aufs Auto geworfen oder? Der wollte einfach da mitfahren. Das wahrscheinlich sind die besoffen oder so, oder? Ich weiß überhaupt nicht, fährt er dem immer noch hinterher oder ist das schon ein anderer Clip? Ich habe keine Ahnung. Aber das war super weird. So, findet er den jetzt noch? Das wäre richtig geil. Für verhört sich seine MT ziemlich geil an. Ja, Mann. Vor allem hat er Quickshifter. Da ist das Auto. Junge, wie der durchballert. Hat er den also wirklich? Das ist der da vorne. Guck mal, komm, juch! Aber da ist doch jetzt kein Mensch mehr vorne drauf. Das kann sich ja nicht halten. Will abhauen. Geisteskrank, was ist jetzt schon wieder los? I lost the car. Ja, lost the car ist doch das, oder nicht? Okay, lass der f***ing car daher, ey. Das ist weird. Der ist doch so gestört gerade gefahren, oder nicht? Ja, ja, das ist, war doch auch die A-Klasse. Yeah, man, you hit that guy, you know that, right? What happened? What happened? Why? Ich hatte gerade gesagt, you come into late. Careful, man. There's people after you, you know that, right? Hä, er hat gerade einen Typen überfahren, ja, auf der so, I don't care, gib Vollgas. Was zur Hölle? Genau. Vor allem, wo war der Typ? Lag der denn auf der Straße, oder? Junge. Erstmal die Aufnahmen checken, man ja. Kennt's. Das war's jetzt, glaube ich. Ja. Oh Gott, der kann auf jeden Fall richtig gut Auto fahren. Na, links blinken, rechts blinken, dieses Rumswerfen. Fuck, das ganze gute Bier. Digga, Effekte Overload. Ja. Oh Gott. Da, Kalifornien. Easy, easy. Was machen die denn? Geisteskrank. Was wird hier eigentlich so bearbeitet die ganze Zeit? Will die hin? Krank. Aber ich muss sagen, wir hatten bisher echt chillige Autofahrer, ja, hier. Ne? Alle so, ja, der Verkehr hier ist verrückt, alle benehmen sich wie Geistesgestörte. Und wir hatten, also wir haben gefiltert und so weiter, alle waren cool. Selbst die Cops. Aber die stehen ja auch ein bisschen dumm da, weil eigentlich könnten ja da einige jetzt ja, rechts abbiegen, jetzt auch. Ne? Das ist doch eigentlich also, dumm. Das ist doch Deutschland, oder? Das war eine gute Bremsung. Hinter der Kurve hast du eine Vollmacke? Ist das, hatten wir, was hat der denn gemacht? Diese Vollmacke, hatten wir das nicht irgendwie schon? Das war auf jeden Fall deutsch, geil. Doch, Moto Willi. Ich glaube, den hatten nee, wir Witty. Doch. Doch, den hatten wir, oder? Unverschämtheit sowas. Geil. Immer wieder geil. Deutsches Fluchen ist einfach nice. Aber der war witzig. Irgendwie habe ich den schon gesehen. Oder bei einer ähnlichen Situation war das der Typ. Ich kann diese Schriftart immer so schwer lesen. Was steht da? Spartastic? Ja. Ja. So kein R. Nee. Aber auch kein T. Ohne Scheiß, ich merke das jetzt aber selber, wo wir hier fahren. Es sind halt ab und zu drei, vier Spuren. Da ist es einfach immer nach links. Abbiegen nicht so leicht. Ja, ist echt unübersichtlich. Neben, wie früh der schon hupt, obwohl der nicht rüberzieht. Ja. Ich hätte noch gar nicht gerafft. Also der ist ja richtig sauer. Was meinst du, wie lange? Oh, er hat noch den Mittelfinger gegeben.
Vor allem jetzt ist er voll weit weg von ihm und der Autofahrer zieht ihn ab. Das ist immer so, wie wenn man Lichthupe gibt und der andere vor dir dann doch schneller ist. Und dann wird es unangenehm. Und jetzt? Okay, der fährt dann jetzt links. Aber okay, das würde ich wieder in die Kategorie einfach ein bisschen zu viel Drama einbauen. Krank. Der ist ja richtig sauer. Junge! Das ist auch Deutschland, ne? Road Rage Burden. Doch, den kennen wir, glaube ich. Witzig, dass es die deutschen Road Rage Videos schon schaffen, zum Moto Madness. Ja. Das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen, meine ich. Oder diesen Typen auf jeden Fall. Der hat immer schlechte Tage gehabt. Der heißt schon Road Rage. Ja. Aber der spricht nicht, oder? Krass. Oh Gott, fährt er fast erstmal ins Auto rein. Okay, Leute, ihr könnt einfach stoppen, wenn ihr das lesen das wollt. Das ist mir auch zu viel. 25 Moped Mad. So, die spannende Musik. Also es wird wohl richtig abgehen jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wo er da steht und wo er hinfährt. Ich auch nicht. Das ist wieder Großbritannien. Die fahren schon wieder alle falsch. Aces. New. Beste Leben, der fährt rückwärts in ihn rein. Das sah so komisch aus. Hä? Haut er jetzt ab? Nein, er fährt auf den Rand. Oder? Hä? Der haut ab? Der fährt. Was? Der fährt einfach weg. Geht sein Moped überhaupt noch? Niemals. Der hat das wahrscheinlich. Hat er das nicht bemerkt? I'm gonna knock you out, you know that. No, listen. What do you mean, listen, bro? No, look, I apologize. Aber das ist korrekt. Ja. I'm gonna knock you out. Der ist so, sorry. So, ja, aber der ist ja echt korrekt unterwegs. Ja, zieh den Helm aus, dann sehen wir richtig viel. Sauber. Was macht ihr da? Wow. Hätte man auch früher kappen können. Ja. Ist das guter Action hier, oder was ist das? Watch this when he hides. Fällt er gleich rein, oder? Gut, ist halt. Aber so schlimm. Ist halt auch Stau, ne? Stau soll man doch sogar dicht an dicht fahren. Mhm. Ach, ich wundert eher, dass er nicht filtert. So, der Van ist so nah dran, weil er auf der Straße steht, aber dann könnte er auch ein bisschen vorfahren. Ja, eben. Also das ist schon. Das ist dann wieder so Ego. Ich meine, klar, das ist jetzt GoPro und so. Hö, was ist denn jetzt los? Er will, dass er vorbeifährt, weil der abbiegen will. Ja. Also es ist schon eigentlich. Der Rollerfahrer hat es halt nicht eilig, aber. Ja, vor allem ist der einfach nicht schnell, guck mal, wie der beschleunigt. Oh Gott. Ich glaube, das ist so ein 50-Kubik-Roller oder sowas. Kid. Was ist jetzt? Jetzt kommt hier erstmal ein Intro. Schneid das raus. Die Compilations sind ab und zu auch weird. So, Filter Action. Ich weiß nicht, filtern an sich, selbst wenn es legal ist, wenn es dann halt mal nicht geht, dann geht es halt mal nicht so. Dann. Oh Gott, der fährt doch ganz schön asozial. Was passiert da? Wow! Geisteskrank! Was ist da los? Es geht nach. Voll wie er ausholt mit deinem Auto, ey. Wie schnell die da durch diese kleinen Gassen fahren. Wo ist das? Junge, der gibt auch richtig so. Gas. Geisteskrank. Machen die jetzt ein Rennen? Ist er jetzt einfach so sauer, dass er ihn auf Zwang verfolgen muss? Oder? Dass das, wenn du wieder so abgelenkt bist, halt so rumpöbelst dann? Bumm! Spiegel weg. War das jetzt so schlimm? Geisteskrank. Was ist jetzt los? Warum rast er denn so wie gestört? Da hat er Angst vor dem Motorradfahrer.
Ich würde einfach gar nicht so nah da ranfahren. Ich hätte so viel Angst, dass ich einfach umgeschossen werde. Doch Spanisch oder Brasilianisch. Immer mit den Pfeilen sogar. Das verstehe ich auch nicht. Das sind halt wirklich drei Spuren, anstatt einfach auf die ganz rechts fährt. Man, die in Amerika braucht der aber oft. Die fahren raus und dann direkt irgendwie auf die vierte. Ja. Aber er fährt halt auch wie ein Gestörter. Ne? Er fährt schon schnell. Ich glaube, er hat auf jeden Fall einen richtig schlechten Tag gehabt. Okay, also verrücktesten am Anfang war hier dieses mit dem Menschen auf der Autohaube. Wenn ihr da irgendwie das völlig gesamte verrückt. Video vielleicht habt, ja, vielleicht hat er den gefunden, schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ansonsten machen wir jetzt heute mal ein ganz klassisches Auto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir rennen nicht noch irgendwo durch eure Bude. Wir gehen gleich schön im Pool, entspannen ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, schaut beim Reaction-Video bei dir vorbei. Ciao, ciao. It's Liddy Gang, bang, bang, it's Liddy Gang. Fuck is y'all doing? Team active is the movement. We winning, y'all losing. Act tough, we shooting.